Hey, so schön bist du heute da, so schön bist du heute online mit dabei. Ich werde mit dir heute ein Thema anschauen, das riesig ist. Ich habe keinen Anspruch, dass ich das perfekt wieder anbringe, sondern ich werde dich zum Denken anregen können. Und das wäre eigentlich auch das ganze Ziel. Also, ich habe vor ein paar Wochen 10 Wochen Ferien gehabt und habe gefunden, so nach Corona, weil ihr jetzt ja gehört, ein bisschen turbulent, ein bisschen zu viel online gewesen, wäre es mal gut, wieder ein bisschen mehr Bibel zu lesen und ein bisschen weniger vor dem Kompi zu sein. Dann habe ich YouVersion aufgetan. Und ich habe einen Bibelplan gefunden. Der heisst Bible Shred. Das bedeutet nichts anderes als, du liest die Bibel in 30 Tagen durch. Und das Ziel von diesem ganzen Bibelplan ist, dass du eine Übersicht hast, dass du weißt, was abgeht, wo, wie, wenn, was. Nicht alle Details mitbekommst. Gut. Ja, verlesen. Nach einer Viertelstunde habe ich gewusst, ich schaffe es nicht. Was denkt ihr, wie lange habe ich durchgehalten? 3 Tage? Ja, sonst noch etwas? 1 Tag? Wie viel? 5? Ja, also du hast recht viel Glauben. Genau, ich habe einen halben Tag geschafft. Ganz einen halben Tag. Aber weißt du, was das Coole daran ist? Es klingt nach mega wenig, aber ich habe das halbe erste Buch Mose gelesen. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Und was mir aufgefallen ist beim Lesen der Bibel, ist, wie aktiv Gott ist. Hey, meine, es fängt mit der Schöpfungsgeschichte an. Er hat Himmel und Erde erschaffen. Ich meine, alle Details, Sonne, Mond, Sterne, Tagesrhythmus, Lebensrhythmus, Jahreszeiten, jedes Tier, jede Pflanze, der Mensch, jedes Detail, er hat sich erschaffen. Bam! Crazy. Absolut crazy. Und ich kann fast sagen, die ersten 2 Kapitel sind ein Momentum von seiner göttlichen Kreativität und seiner Macht. Aber weißt du, als ich weitergelesen habe? Es hat nicht einfach aufgehört. Er ist weiter mega, mega aktiv gewesen. Und jedes Kapitel, das hinten dran kam, war ein Beschrieb von seinen Werken und von dem, was er tut und von dem, wo er ist. Und es ist fast wie eine Wundertüte. Du nimmst die, du weißt, es ist etwas Gutes drin, weil, ich meine, hättest du meine Freunde, die dir eine Wundertüte geben würden, wo etwas Schlechtes drin wäre. Und es ist, als hätte Gott ein Zuckerchen nach dem anderen für seine Familie parat gehabt. Und weisst, es hört wirklich nicht auf. Also ich fang von den ersten 4 Büchern habe ich 40 mitgenommen. Und 40 ist nicht sonderlich viel. Er hat noch viel mehr gemacht. Ja, wirklich random Werk von ihm, wundervolle Werk von ihm, hier auf die Zettel geschrieben. Und ich brauche jetzt schnell ein bisschen Hilfe, weil ich meine, die sind ja da für die Menschheit und für die Leute ringsherum. Für das habe ich da meine Worship-Ladies. Weil ich meine, Wunder, die soll man nicht für sich behalten. Es geht darum, dass Gott sich offenbaren und zeigen kann, wer er ist. Und wenn du so die ersten paar Bücher lesest, dann ist es wirklich so, er hat erschaffen, er hat gerettet, er hat gemacht, er hat gerettet, er hat versorgt, er hat befreit, er hat alles Mögliche gemacht. Und wenn du jetzt eins fassest, ist wichtig, das Zuckerding kannst essen. Es geht wirklich darum, dass... abgeschossen. Es geht darum, ich habe da noch ein paar, Salome, musst du mir noch schnell helfen. Es geht darum, dass es gut fliegt. Und der Zettel musst du noch behalten, weil da habe ich eine Challenge für dich nachher. Also, Gott hat alles Mögliche gemacht. Er hat wundervolle Werke gemacht. Ich meine, sein Volk war mitten in der Wüste und hatte Hunger. Und er hat Manna vom Himmel oben runtergekommen. Das musst du dir mal geben, als wären wir heute hier hocken und es wäre ein Gipfeli-Regen. Himmel geht auf, Gipfeli fliegen runter. Oder der Esel von Biliam, der hat gerettet. Ich habe mir lebendig noch nie einen rettenden Esel gesehen. Also ich meine, jeder Esel, den ich höre, macht echt IA, IA. Das ist nicht eine sonderlich spannende Konversation, die ich mit ihm habe. Genau. Also Gott hat wunderbare Sachen gemacht. Man kann fast sagen, er hat viel Wunder gemacht. Aber wenn ich heute hier so stehe, ganz, ganz ehrlich. Mein Alltag sieht manchmal nicht so wundervoll aus. Ich meine, ich bin aufgestanden, geduscht, angelegt, zusammengeputzt, einen Kaffee gehabt, bin angekommen. Wuhu, crazy. Das ist wirklich eher alltäglich als etwas anderes. Und wenn du mich fragen würdest, was für Wunder
oder was für wundervolle Werke ich schon gesehen habe, dann müsste ich meistens zweimal darüber nachdenken. Muss ich meistens nicht gerade so super präsent sein bei mir. Ich weiss, das bin vielleicht nur ich und bei dir ist das ganz anders. Dann, hey, mega, mega gut. Und ich habe die letzte, jede Person, die mit mir einen Kaffee trinken musste, musste die Frage beantworten, irgendwann im Gespräch. Was ist ein Wunder für dich? Und es war spannend. So unterschiedlich wie die Leute waren, so unterschiedlich war die Beschreibung eines Wunders. Es konnte sein, dass ein Wunder sofort passieren muss. Ein Wunder muss etwas sein, das genau so in der Bibel beschrieben ist. Ein Wunder kann, ich kann der Natur zuschauen. Ein Wunder kann sein, es muss über einen Prozess eingehen. Es war so unterschiedlich wie die Leute waren, so unterschiedlich haben sie das Wort Wunder definiert. Und ich glaube, dass wenn jeder Einzelne heute hier fragen würde, wäre es genau gleich. Jeder von uns würde ein Wunder oder ein wundervolles Werk von Gott unterschiedlich definieren. Ich denke mir von heute mal ein graben, was das so sein könnte, ein Wunder. Weil ich meine, das ist ein grosses Wort. Und manchmal muss man ein bei der Bedeutung nachgrübeln und schauen, was das heissen könnte. Ich habe zuerst angefangen mit dem Duden. Und im Duden, wo das Wort, das wir im Alltag brauchen, beschrieben ist, steht Folgendes. Ein Wunder, ein außergewöhnliches, den Naturgesetzen oder aller Erfahrung widersprechendes und deshalb der unmittelbaren Einwirkung einer göttlichen Macht oder übernatürlichen Kräften zugeschriebenes Geschehnis, Ereignis, das Staunen erregt. Krass, hey, sogar in unserem Sprachgebrauch heisst, ein Wunder muss etwas von Gott sein. Also eine göttliche Macht muss seine Hand bewegt haben. Und was ich auch mega spannend finde, ist noch der letzte Teil. Es ist etwas, das Staunen erregt. Im Duden die zweite Definition ist folgende. Etwas, was in seiner Art durch sein Maß an Vollkommenheit das Gewohnte, Übliche so weit übertrifft, dass es große Bewunderung, grosses Staunen erregt. Und hier haben wir wieder etwas Außergewöhnliches und es tut Staunen erregen. Ich habe gefunden, wir graben noch etwas weiter, wir geben uns nicht nur mit dem Duden zufrieden. Und haben einmal im Alten Testament geschaut, welche Wörter im Ursprungstext werden dann auf Deutsch als Wunder übersetzt. Und die meistgebrauchten Wörter sind die drei. Ich spreche sie nicht aus, weil ich es falsch machen würde, aber ich kann euch sagen, was sie würde auf Deutsch heißen, wenn man sie eins zu eins wortwörtlich übersetzt. Nämlich Zeichen, Wunder und wunderbar. Und wenn man dann im Neuen Testament schaut, sind die meisten Wörter die drei. Und die heißen auch, wenn man sie eins zu eins übersetzt, Wunder, ein Zeichen oder Macht. Also wenn ich heute hier für dich müsste das Wort Wunder definieren, dann würde ich aus dem, was ich aus diesen Definitionen herauslese, folgende Definition schreiben. Ein Wunder ist ein sichtbares oder erlebbares Zeichen Gottes Macht und ich persönlich würde noch hinten dran schreiben und seiner Person oder seiner Persönlichkeit. Also ein Zeichen von Gott und ein Zeichen von seiner Macht. Ein Moment, eine Aktion, wo er sich uns offenbart. Gehen wir zum Beispiel zurück zum Gipfeli-Regen. Also, wir haben Hunger, wir sind in der Wüste, es regnet Gipfeli. Gott hat in diesem Moment sein Volk versorgt. Und in diesem Moment hat er sich seinem Volk als der Versorger gezeigt. Wo Gott die Erde, Himmel und alles erschaffen hat, dann war er Elohim, Gott vor Schöpfung. Wenn er jemanden heilt, dann ist er Yahweh Rapha, der Heiler. Wenn er jemandem Frieden im Sturm gibt, dann ist er Yahweh Shalom. Ich glaube, immer wenn er etwas macht, zeigt er uns einen Teil von seiner Persönlichkeit, wer er ist. Und manchmal kann es ein kleines Wunder sein, eine kleine Tat, etwas Grosses, es kann etwas Sofortiges sein, es kann ein Prozess sein, es kann ein komplettes Wunder sein oder es kann ein Teilwunder sein, es kann etwas offensichtlich sein oder sogar etwas Verstecktes. Ich bin mal in die Ferien gegangen und vorab hatte ich wirklich das Gefühl, gehabt, der Heilige Geist sagt, hey, ich werde etwas Krasses machen in deinem Leben. Ich so, hey, voll pumped in die Ferien gegangen und dachte, wow, was kommt daher? Jeden Tag meine Bibel aufgetan, jeden Tag betet und es war totenstille, aber wirklich totenstille. Nichts.
Okay, ein Vers hat mich angesprochen, beim Bett habe ich das Gefühl, ich rede an der Wand. Und ich bin wirklich mega enttäuscht wieder heimgegangen. Ich habe dann wieder angefangen und nachher plötzlich aus dem Nichts war eine stressige Situation beim Arbeiten. Und ich merke, ich reagiere komplett anders. Ich bin voll entspannt. Was vorab mich gestresst hat, ist jetzt kein Problem mehr. Und das hat sich nie mehr zurückverändert. Manchmal macht Gott etwas, was wir nicht merken. Und jetzt eine Challenge für all die, die ein Wunder zugeschmissen haben heute Morgen. Im nächsten Moment, wo du irgendeine ruhige Zeit hast, lies mal durch, was Gott da drinnen gemacht hat. Was war seine Tat? Als wen hat er sich dir offenbart da drinnen? Wo hast du das in deinem Leben schon mal erlebt? Oder in welcher Situation bist du, wo du dich selber oder die Situation musst du daran erinnern, dass Gott beispielsweise dein Versorger ist, dass er dein Heiler ist, dass er dein Fels in Brandung ist, dass er dein Friedenfürst ist. Wo musst du das deklarieren? Und wenn du jetzt da hockst und denkst, Mist, ich hätte auch gerne so eins gehabt, dann kannst du am Schluss hinten beim Welcome Team dir noch ganz viel. Also kannst du dir auch eins holen, für die Challenge zu machen. Ich werde heute aber nicht nur über einen Begriff reden, sondern ich werde auch ein grosses Wunder anschauen, das die meisten von uns, die christlich aufgewachsen sind, kennen. Und zwar ist das Wunder von Abraham und Sarah. Und zwar war es so, dass die zwei schon ein bisschen eher Betagten, die hätten gerne Kinder gehabt. Sarah war etwa 88 und es hat immer noch nicht geklappt. Und dann ist der erste Mose 15 gekommen. In diesem Kapitel hat Gott mit dem Abraham einen Bund geschlossen. Und dort drinnen sagt Gott unter anderem zum Abraham Folgendes. Im Vers 5 steht, er, Gott, führte ihn hinaus und sprach, siehe doch zum Himmel hinauf und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Gott sprach zu ihm, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Also im 1. Mose 15 verspricht Gott, ihr werdet Nachkommen haben. Hallo, es ist 88. Naja, sie haben sicher schon 2-3 Mal probiert. Immer noch nicht geklappt. Von dem her, ja. Schöner Gott, merci vielmals. Gut, die zwei, also eben, weil ich ja die Bibel ein bisschen im Schuss lese, gehen wir auch ein bisschen im Schuss durch. Von dem her, bear with me, wir gehen durch 7 Kapitel. Genau, versprechen. Das nächste Kapitel, die zwei sind schon ungeduldig geworden und haben gefunden, ja, also es ist ja sehr unwahrscheinlich, dass wir jetzt noch ein Kind haben. Also komm, wir sind aktiv drin, wir machen etwas. Sarah hat eine super Idee gehabt, dass ihr Dienstmädchen, Hagar, mit dem Abraham ins Bett gehen und dann so ein Nachkommen haben. Gesagt, getan, natürlich, Hagar ist schwanger geworden und es hat ein kleines Kind gegeben, der Ismael. Und das Krasse ist, ein Kapitel später. Also, versprechen, selber probieren. Und ungefähr ein Jahr später, weil Ismael ist dann schon auf der Welt war, sagt Gott aber Folgendes zu diesen zwei. Er bestätigt nämlich sein Versprechen. Er sagt, nein, Sarah, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären. Den sollst du Isaac nennen und ich will meinen Bund mit ihm aufrichten als einen ewigen Bund für seinen Nachkommen. Also, versprechen, selber probieren, rumwurschteln. Ein Jahr später sagt Gott, nein. So wie ich es gesagt habe. Und im nächsten Kapitel hinten dran, zum eins nachdoppeln, sind drei Engel, denen zwei erschienen und haben genau das Gleiche nochmal gesagt. Nämlich im 1. Mose 18,10 steht, dass einer von diesen Engeln zu Sarah und Abraham gesagt hat, glaub mir, nächstes Jahr um diese Zeit komme ich wieder zu euch und dann wird Sarah einen Sohn haben. Also wir können sagen, 1. Mose 15, das Wunder hat angefangen, umgewurschtelt, nein, es wird wirklich so sein, sagt Gott, es wird wirklich so sein. Und ein Jahr später, im Kapitel 21, bam, der Isaac ist auf die Welt gekommen, das Wunder ist vollbracht, mega gut, Gott ist durchgekommen und hat das gemacht, was er gesagt hat. Ist es noch aufgefallen? Da fehlt etwas. Da ist ein Jahr dazwischen. Und noch zwei weitere Kapitel. Sie haben zwar auf ihr Versprechen, auf ihr Wunder lang müssen warten. Aber in diesem Jahr war Gott wirklich still gewesen. Oder hat er dort auch wunderbar in ihrem Leben gewirkt?
Ich glaube, er hat sehr wunderbar dort in ihr Leben hineingewirkt. Er war nicht still gewesen. Und zwar lesen wir im 1. Mose 18, 19, dass Abraham zu einem neuen Level von Leidenschaft hineingewachsen ist. Das ist die Situation, dass Gott ihm offenbart, dass er die zwei Städte Sodom und Gomorra wird vernichten, weil sie unmoralisch leben. Und der Abraham konfrontiert Gott und er kifelt mit ihm und sagt, hey, dort lebt mein Neffe, der Lot. Genau. Schicke, steile Friese, der wohnt dort. Und ich weiss, Gott, du bist einer, der kein gerechter Mensch wird zerstören. Der Abraham ist zum genialen Leiter angewachsen, der seine Position eingenommen hat und mit Gott verhandelt hat. Und er hat keine Angst gezeigt und Entschlossenheit gezeigt und hat sichergestellt, dass seine Familie auch im grossen Rahmen geschützt ist. Und die Geschichte geht so weiter, dass der Lot und seine Familie, die konnten fliehen aus Sodom und die sind nicht mit der Stadt zerstört worden. Und was ich noch krass finde, ein kleines Detail. Sie durften nicht zurückschauen, was sie aus Sodom ausgezogen sind. Sie mussten gehen und wer zurückgeschaut hat, ist zu einer Salzsäule geworden. Natürlich, Lot, seine Frau, gefunden, muss sie unbedingt ausprobieren, hat zurückgeschaut, ist zu einer Salzsäule geworden. Aber hat er gewusst, dass einer hat am ganzen Geschehen zuschauen? Hat er das gewusst? Es sind nicht alle, die auf die zwei Städte geschaut haben, sind zu Salzsäulen geworden. Der Abraham konnte zuschauen. Es steht nämlich nach im 1. Mose 19, 27 und 28. Am Morgen ist er zu dem Ort gegangen, wo er mit Gott gekifelt hat. Und dort steht im Vers 28, er schaute gegen Sodom und Gomorra auf das ganze Gebiet im Umkreis. Er schaute hin und siehe, Qualm stieg von der Erde auf wie der Qualm eines Schmelzofens. Und ich glaube, dass es ein Zeichen ist, dass Gott Abraham wirklich auf ein neues Level von Leidenschaft und Fürbitte hineingeführt hat, dass er dem zuschauen konnte, dass er eine Sicht hat bekommen, die Gott hatte. Eine Sicht, die die Menschen, die dort ringsherum waren, nicht hatten. Gott hat sich als Lehrer, als barmherziger Gott, als liebender Gott, aber auch als zorniger Gott in dieser Geschichte gezeigt. Und im gleichen Jahr, ist noch viel mehr passiert. Und zwar hat Abraham gefunden, hey, ich nehme meine Sippe und ich ziehe aus. Er ist mit seiner Sippe ins Land vom Negev gegangen. Er hat sich in Gerar, in dieser Stadt oder in dieser Region, als Fremde niedergelassen. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, dass du dich neu niedergelassen hast. Es geht eine Weile, bis du etabliert bist, normalerweise. Bis du wieder neue Freunde gefunden hast, bis du dich zurechtfindest, welches Mikro wo ist und was da hier noch. Wo du all deine Sachen hast, es geht eine Weile. Beim Abraham und bei Sarah war es eben etwas anders gewesen. Der Abraham und Sarah, die haben manchmal eine kleine, lustige Ansicht gehabt. Also, der Abraham hatte Angst gehabt, dass er umgebracht werden würde, weil Sarah auch mit 90 noch eine heisse Bibel war und irgendjemand sie können wollte. Und dann haben sie immer das Ding gemacht, dass sie gesagt haben, ja, sie ist echt die Schwester von mir. Der König aus dieser Region, der Abimelech, genau, der kommt auch, der ist so, sehr schick mit schönen Zähnchen. Der Abimelech hat gefunden, ja, die gefällt mir und das ist die Wurst, die nehme ich. Er nimmt sie zu sich ins Harem. Halt! In dem Jahr, wo Gott gesagt hat, sie wird das Kind von Abraham haben, nimmt ein anderes See zu sich ins Harem. Hast du dir das mal schon überlegt, dass das alles schief gehen könnte? Hey, nein. Aber auch Gott war in dem Moment souverän gewesen. Er hat nämlich Folgendes gemacht. Er hat alle Frauen, alle, die im Haushalt von Abimelech waren, unfruchtbar gemacht. Fertig, gut, also, dann der Weg. Und er ist jetzt mitten in der Nacht am Abimelech im Traum erschienen und hat gesagt, hey, erstens, die Frau ist verheiratet. Und du musst sie ihrem Mann zurückgeben. Und wenn du das nicht machst, dann zerstöre ich dich, dein Haushalt und alles, was dir gehört. Und wenn ihr Mann für dich und die Haushalt betet, dann werden alle wieder geheilt sein. Ich nehme an, das war wirklich ein Albtraum. Oder Abimelech ist auch ein bisschen schwitzend aufgewacht und hat gedacht, oh, ich muss sofort den Abraham zur Rede stellen. Das hat er auch gemacht. Und der Abimelech hat dem Abraham seine Frau zurückgegeben und hat sozusagen um Entschuldigung gebeten. Aber er hat nicht nur die Frau zurückgegeben, sondern er hat immer Schaf, Geissen, Rinder, Knechte, Mägde und Silber zurückgegeben. Und er hat Folgendes gesagt. Er hat gesagt, schau,
Hier ist mein ganzes Land. Wo auch immer du wettest, lass dich nieder. Der Abraham hat dann für Abimelech gebetet und sein Haushalt und sind alle Frauen wieder gebärfähig gewesen, wieder gesund gewesen. Und das finde ich so krass, gell? In dieser Geschichte hier, Gott zeigt sich als Schützer. Er zeigt sich als Bewahrer von seinem Versprechen, von seinen Taten. Er zeigt sich als einer, der integriert. Ich meine, der Abraham hat Connections gehabt zum Höchsten in diesem Land. Besser integriert und etabliert. Kannst nicht sein, als mein Buddy ist der Abimelech. Und er ist, sein Besitz ist gesegnet worden. Sein Besitz ist erweitert worden. Er hat Hilfe bekommen. Und er war voll etabliert. Jetzt das zum Beispiel mit dem Land. Stell dir mal vor, du kommst als, ja, vielleicht als Flüchtling oder aus irgendeinem Grund kommst du auf Bern, wo einer würde sagen, hey, das ist Bern, das ist meine Stadt, nimm dir den besten Platz. Hey, du könntest dir eine Villa zu Muri nehmen. Also, das musst du dir mal geben. Also, es ist wirklich krass, was Gott dort für Wunder gemacht hat. Und das ist alles in der Zeitspanne von einem Jahr und in dem Jahr, wo Gottes Verheißung und Gottes Wunder, der Isaac, ist auf die Welt gekommen. Was hat das jetzt mit dir und mit mir zu tun? Ich glaube, manchmal erkennen wir Wunder oder Gottes Wirken direkt vor unserer Nase nehmen. Vielleicht sehen wir sie nicht, vielleicht sehen sie alltäglich aus, vielleicht sind wir in einer Situation von Trauer, vom Warten oder sonst etwas, was uns, ich sage mal, ein bisschen blind macht. Aber ich glaube, du und ich, wir haben einen Auftrag im Wirken und im Wunder und in den Wundertaten von Gott. Und Geld ist dann nach Leistungsdenken. Und das meine ich hinger und vorne nicht damit. Vielleicht ist es mehr so eine Art und Weise oder eine Denkweise, wie unser Leben aussehen sollte. Im Psalm 111,2 steht Folgendes: Die Werke des Herrn sind gross, zum Staunen für alle, die daran Freude haben. Also, anders formuliert, die Wunder von Gott sind gross, zum Staunen für all die, die daran Freude haben. Und vielleicht heisst das für uns nichts anderes, als dass wir ein bisschen mehr wie Kinder durchs Leben gehen. Dass wir Freude an Kleinigkeiten haben und die auch erkennen. Dass wir Unbedeutendes oder vielleicht Erwachsenes oder was wir als Erwachsenes als Selbstverständliches anschauen, dass wir uns von dem begeistern. Ich bin vor ein paar Wochen mit meinem Neffen auf die Ängstigen Alp übernachten. Er ist 4 und er hat vor 10 Monaten gefunden, hey Tante Aya, mit dir wollte ich auf den Berg schlafen und es muss ein Gondeli haben rauf. Also sind wir auf die Ängstigen Alp gegangen. Wir sind dort über die Alp gezettelt und irgendwann sind wir so bei der Alp eben zu suchen gekommen, weil es die Vierzeit war. Und er hat etwas Süßes wollen. Leider hat es dort auf der Karte nichts gehabt. Es hat keinen Nussgipfel gehabt, keinen Schocki, gar nichts. Mit einer Ausnahme. Und zwar Merenke mit Nidle. Hey, ich muss dir sagen, ich habe noch nie jemanden so genüsslich gesehen, Merenke mit Nidle essen. Also wir haben die Merenke genommen, durch die Nidle durchgefahren, in den Mund reingesteckt, voll verschmiert, Finger schleckend. Und ich bin vis-à-vis gesessen und konnte nur lachen. Und er sagt so, Tante Aya, wieso bist du so am Lachen? Und ich musste sagen, weil ich so Freude habe, wie du Freude hast. Und dann sind wir weitergelaufen, es hat dort so schöne Flüsse und er hat gefunden, hey, ich will jetzt Steine in Fluss schmeißen. Ich meine, je grösser, desto besser. Hat Campen genommen, die schweren, ich meine, die hat er nicht mal bis zum Fluss geschafft, aber es war wurscht gewesen. Die Elsi drin, einer ist rückwärts auf meinen Kopf, es war voll okay gewesen. Und dann hat er Folgendes gesagt, hey Tante Aya, nicht zuschauen, mitmachen, wir wollen jetzt Steine in Fluss reinschmeissen. Ich fand, okay, gut, das kann ich machen, kein Problem, ein paar Steine reingeschossen. Und dann habe ich gefunden, ja, es wäre etwa Zeit, wir laufen mal ein bisschen weiter. Und er hat sich umgedreht und vehement gesagt, nein, Tante Aya, wir wollen jetzt Steine in den Fluss schiessen und wir wollen nicht weiterlaufen. Endlich bin ich mal mit dir allein im Ausgang. Und ich glaube, mit Gott ist es nicht viel anders. Ich glaube, er will auch so mit uns unterwegs sein. Er lässt uns teilhaben an seinem Wirken, an seinem wundervollen Werk. Und er lässt uns ein, sie zu sehen und zu erkennen. Und ich glaube, das ist unser Auftrag. Unser Auftrag ist, dass wir Gott erkennen, wer er ist und uns selber als Bewunderer definieren. Ein Bewunderer
ist niemand anders als ein Mensch, der eine Person, ihre Leistung oder eine Sache als außergewöhnlich betrachtet und staunend anerkennende Hochachtung für sie empfindet und die äußert. So steht es im Duden. Also du und ich, wir sind berufen, Gott, seine Leistung und seine Werke als außergewöhnlich zu betrachten und mit staunend anerkennender Hochachtung, staunend anerkennende Hochachtung dafür zu empfinden und die zu äußern. Du und ich, wir sind berufen, Bewunderer zu sein, wo Gott in seiner Ganzheit bewundert. Und ich hoffe, dass die Saison, in der wir drin sind, eine Saison darf sein, in der wir seine Wunder erkennen, wo wir mit Bewunderung ihm dürfen entgegenkommen. Und ich möchte für uns dort beten. Jesus, ich danke dir, dass du ein wunderwirkender Gott bist. Dass du einer bist, der wundervolle Werke macht. Dass du uns nicht vergessen hast. Dass du uns die Augen öffnest für all das, was du tust. Ich bitte dich, dass du an unseren Umständen, die herausfordernd sein können, dass du dein Werk uns sichtbar machst. Dass wir dürfen fein eingestellt sein und mit dir unterwegs sein. Dass wir dich erkennen dürfen, dass dein Fingerabdruck in unserem Leben für uns sichtbar ist. Und dass du uns zu dem Ort führst, wo wir bewunderte Anerkennung dir geben können. Wo wir dich loben und preisen können. Amen.